Willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, wir sind bei Roshan. Roshan hat uns was zu sagen. Hören wir mal zu. Gepriesen sei Allah. Er sei gepriesen. Gut, dass du wohlauf bist. Gepriesen sei Allah, der erste von vielen noch kommenden Erfolgen. Das können wir nur hoffen. Es gibt noch viel zu tun. Während wir auf El-Hul konzentriert waren, suchte Fulad in aller Stille nach Orten für weitere Bruderschaftshäuser. Oh, wir expandieren. Ich habe in drei Bezirken höchst unauffällige Behausungen gefunden. Tabit und Rifka sind aus Alamut gekommen und auf dem Weg nach El-Abbasiyah und El-Kach. Ich breche bald nach Asharkia auf. Und ich schließe mich Rifka in El-Kach an, wo Bestechlichkeit so normal ist wie trockene Luft. Sprich mit Abu Jafar über die Dinge, an denen er arbeitet, und dann komm zu uns. Sieh dich um, Basim. Ich habe vielleicht etwas, das dich interessiert. Oh, ja, ja, sehr gerne. Was haben wir denn? Wir haben Blasfeil, ein lautloses Geschoss, das Ziele zum Einschlafen bringt. Kann angepasst werden, um zu vergiften oder Ziele in Rage zu bringen. Das wäre interessant tatsächlich. Würde sich auch gut machen bei meiner Spielweise. Rauchbombe. Eine alchemistische Fiole, die eine dichte Rauchwolke freisetzt, welche die Sicht versperrt. Der Rauch kann für Angriff oder Verteidigung angepasst werden. Falle. Eine nicht tödliche Annäherungsmine, die Gegner für längere Zeit umwirft, kann tödlich gemacht werden. Das wäre natürlich auch interessant, ne? Ein Lärmer, ein kleiner Sprengsatz, der Wachen von Basim fortlockt, kann zu einer Waffe gemacht werden. Ist alles gut, ne? Also ich sag mal, der Lärmer wäre praktisch. Dann braucht man nicht immer warten, bis die irgendwann mal weggehen. Aber ich denke mal, dass die dann halt schon in erhöhter Alarmbereitschaft sind. Den Blasfall finde ich halt genial, ist aber prinzipiell ziemlich ähnlich der Wurfmesser, ne? Und die Falle würde ich halt sehr cool finden. Das sollte mir dienlich sein. Nimm erstmal das Blasrohr. Ich bin Abu Jaff. Du scherzt. Von Zeit zu Zeit. Bis später dann, Abu Jaffar. Pass auf dich auf. Du auch, Basim. Schade, dass wir nicht mehr nehmen dürfen. Oder? Wenn ich jetzt nochmal rangehen würde? Willkommen, willkommen. Doch, wir dürfen noch mehr nehmen, wenn wir können. Sei mein Gast. Aber ich darf nicht. Schade. Oh, das hätte mich jetzt aber gefreut. Verbessern oder zurücksetzen? Dein Können wird mir sicher helfen. Wir können ja mal schauen, was wir aufwerten können. Okay, wir könnten den auf Rang 1 machen. Dann haben wir 6 Stück. Reichweite 13 Meter, Dauer 30 Sekunden. Das ist schon ordentlich, ne? Okay. Weitere Modifikationen sind verfügbar. Ah, okay, warte. Erhöht die Effektdauer. Ich glaube, damit sollten wir gehen, ne? Das würde erstmal reichen. Ich stehe in eurer Schuld. Auf bald. Jetzt übertreibt man nicht. Der hat uns ein Spuckerohr genommen, gegeben. So was haben wir damals in der Schule gebastelt. So, Auftragstafel. Aufträge von verschiedenen Fraktionen Bagdads findest du auf dieser Tafel. Sie abzuschließen ist eine großartige Möglichkeit, dich gut mit ihnen zu stellen. Im Kodex erfährst du mehr über Bagdads Fraktion. Angenommene Aufträge kannst du dir im Detail im Nachforschungsmenü ansehen.
Was haben wir denn überhaupt noch hier für Quest gerade offen? Okay, wir hätten jetzt noch die Möglichkeit, hier wieder was Neues anzufangen. Und zwar Kopf der Schlange, Oberhaupt des Ordens. Federführend für alles Übel, das der Orden zu verantworten hat. Würde ich jetzt nur nicht machen, müssen wir hierfür... Nihal ist seit einiger Zeit besessen von antiken Schriften. Finde die versteckten... finde die versteckte Stätte. So, wir könnten für Darwish noch was machen, das ist aber mehr so nebensächlich. Ich würde gerne einmal, das ist auch eine Nebenquest zwar, aber ich würde gerne für Nihal ein bisschen arbeiten. Und anschließend... Aber hier können wir, kommen wir eh noch nicht weiter, ne? Basim, ich beglückwünsche dich. Denn ein Ordensmitglied zu töten ist keine leichte Aufgabe. Leider haben uns die Jahrhunderte dieses Konflikts mit unserem Feind jedoch gezeigt, dass der Krieg nur durch Abschlagen des Kopfes gewonnen werden kann. Man munkelt, dass der Orden in Bagdad von jemandem mit dem Titel Kopf der Schlange angeführt wird. Finde diese Person, töte ihre Verbündeten, reiß ihr die Maske herunter und erschlage sie. Ja gut, aber da kommen wir ja nicht weiter, ne? Da haben wir noch nichts weiter für. Möglicherweise aufgrund, wenn wir die Aufträge nehmen würden. So, den haben wir eliminiert. Das ist fertig. Will nur mal gucken. Für Nihals Grabungsstätte. Oder nicht Grabungsstätte, für die Stätte. Die historische. Müssten wir eine Fackel rausholen. Licht machen. Okay, finde die versteckte Stätte. Befindet sich nördlich der Dünen von Dur Gurigal. So, ist das nicht da, wo ich war? Hier haben wir die nördliche Wildnis. Da war nicht der Berg, oder? Befindet sich nördlich von den Dünen von Dur Kurigalsu. Nördlich. Nördlich der Dünen. Okay, das ist die südliche. Ja, könnte sein, dass das dieser Berg hier ist, aber ich bin mir nicht sicher. Es wäre auf jeden Fall nördlich. Ich würde mal, weil ich mir nicht sicher bin, ich mache mal eine Schnellreise. Wir schauen mal hin, ob es das ist. Ja, sicher. Die versteckte Stätte ist ja die da unten, ne? Oh Gott, jetzt diesen Berg runter. Gibt es hier nicht noch einen besseren Abgang? Oh, ich bin sowas von tot, wenn ich da unten ankomme.
Okay. Ich wollte gerade sagen. Ich bin skeptisch, ob ich da lang klettern kann. Müssten einmal rechts rüber, ne? Okay. Nee, da nicht hin. Okay. Ah, wunderbar. So, wo ist denn hier unser schönes Himmelszeichen gewesen? Am Rande Bagdads steht etwas, das auf den ersten Blick wie ein verwitterter Hügel aussieht. Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass es sich um eine 60 Meter hohe Konstruktion aus Backstein handelt. Gemäß einer Inschrift, die auf einer dieser Steine gefunden wurde, wurden sie im 14. Jahrhundert im Auftrag von König Kurigalzu II. Dort hingebracht. Es ist das letzte noch stehende Gebäude der früheren Hauptstadt des Kassiten-Imperiums. Dur Kurigalzu, die Festung Kurigalzus. Das war eine Festung? Okay. So, wir sollen ja die Stätte finden. Also die Stätte wäre ja eigentlich das, wo wir schon unten waren, wo wir die Kiste geplündert haben. Ich glaube nicht, dass die hier die das Lager meinen. Die Tür kriegen wir nicht auf. Wir hopsen da einfach nochmal runter. Es müsste ja eigentlich hier die Ecke gemeint sein. Hier haben wir nichts weiter mitzunehmen. Oh, das war knapp. Kann man hier runtertauchen? Truhe plündern? Okay. Und? So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder hier unten. Wir machen schnell. So, wir gehen einmal hier durch. Hauen die hier alle weg. So. Und wenn wir hier durch sind, dann können wir erstmal die nächsten Hauptmissionen wieder starten. Wieso habe ich denn jetzt die Fackel? Geh, ne? Oh, ich habe nur zwei Wurfmesser. Nö, denn nicht. Dann nutze ich die nicht. Mach ich lieber das hier. So.
Oh, bei der Gelegenheit können wir hier noch mal ein bisschen plündern. Wurfmesser nehmen wir auch noch mit. Den Stein haben wir sogar schon beiseite, das ist gut. Und der spawnt ja jedes Mal nach, ne? War das nicht so? Obwohl, die Tür müsste sogar noch auf sein. Scheiße. Lebendig verbrannt den Typen. Oh, die arme Sau. Aber warme Füße hat er, ne? Kalt darf dem nicht sein. So, steckte hier nicht letztes Mal noch? Ah. Dann war einmal eine Truhe, zwei Wurfmesser, sehr schön. Okay. Aber was genau suchen wir hier? Die versteckte Stätte, oder ist das gar nicht die hier? Nördlich der Dünen. Vielleicht ist natürlich die hier gar nicht damit gemeint. Was hier oben? Ah ja, hier war ja was. Okay, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist ja wieder so ein gepanzerter Dude. Der da. Aber wir haben ja schon die Taktik, ne? So. Einmal das, dann kann er in Ruhe gucken. Jetzt komme ich da wieder nicht ran. Der ist hinüber. Kein Zweifel. So. Hat mich das jetzt ein Messer gekostet? Oh, ich hoffe nicht. Also viel liegt jetzt diesmal nicht hier rum. Aber was genau suche ich denn? Das wird nicht die Stätte sein. Hm. Nördlich der Dünen. Ich habe in der Welt auch keinen Hinweis, ne? Okay. Mir würde aber was anderes als dieser Ort jetzt dazu nicht auf, also in den Sinn kommen.
So, hier sind wir ja rein. Aber wenn es das nicht ist... Und hier auch nicht. Gibt es vielleicht einen versteckten Eingang im Berg? Los, Ikido. Wir haben da halt noch irgendwas. Können wir mal markieren? Da war so ein Viereck gerade im Berg. Wäre das ein Eingang? So, da dürfte es nicht sein. Das müsste ja Al-Anbar sein, ne? Ja, und vom Namen der Grabungsstätte her müsste es halt auch hier sein. Es ist ja Dur Karigaisu. Das heißt, wir hätten hier die Stätte. Ich glaube, das täuscht, ne? Wir haben hier ein Viereck und hier ist ja auch wieder eins. Da ist eins. Wäre cool, wenn der Vogel da reinfliegen könnte. Sturzflug. Sieht aus, als käme man da rein. Wir können jetzt natürlich hier nochmal mit Klettern ein bisschen Zeit verschwenden. Ich glaube, ich war da doch eben, oder? Also an diesem Fenster. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Okay. Ich glaube, da kommen wir gar nicht hin. Und es sieht ein bisschen klein aus, jetzt wo wir davor sind. Hier runter. Hey. Ich komme leider nicht, obwohl die Steine so aussehen, aber ich kann da nicht rauf. Ja, gut. Dann gucken wir da hinten nochmal hin, ob das vielleicht was ist, aber ansonsten gehen wir der Hauptquest weiter nach. Vielleicht kommen wir zufällig hier nochmal dran vorbei, an dem Ort, der gesucht ist. Oh mein Gott, Alter. Naja, gerade so noch abgefangen. Ich habe gedacht, ich stürze jetzt total, also absolut in den Tod. Gut, kleiner Wüstenritt, einmal rüber. So weit ist er nicht weg, 500 Meter. Guck mal, da haben wir auch noch ein Feuer.
So. Oh, eine Truhe. Ach, hier war ich auch schon. Ah. Okay, wir leihen uns mal ein Pferd aus. Ich glaube, die Pferde sind ein bisschen schneller. Guck mal, hier ist auch noch so eine große Ruine. Naja, groß, aber... Sie ist da, ne? Existent. Man hat's mal gesehen. Nördliche Oase. Oh, das können wir natürlich nicht verkommen lassen hier. Unbewachte Wertgegenstände. Aber bevor die geklaut werden, die nehmen wir gleich mit. Was ist das hier? Was ist das? Eine Nachricht? So, Faunfeder. Al-Ruhls Brief. Wir brauchen mehr Arbeiter bei der südlichen Stätte. Unterbrecht die Grabung und bringt sie so schnell wie möglich zu mir. Bis wir eine Möglichkeit finden, die Kammer unter der Oase zu erreichen. Sollten die Scherben nicht unbewacht bleiben. Atta-Aben werden sie jederzeit bei sich tragen. Ja, ein Brief vom Toten. Dann würde ich sagen... Können hier mal ein bisschen gucken. Okay, da unten ist die Mission... Oh Gott, wie kommt man da runter? Muss ja hier irgendwo ein unterirdischer Eingang sein. Entweder geht das so runter oder muss ich da tauchen? Hm. Ist jetzt kein Eingang, ne? Irgendwas sieht mich hier. Okay, 70 Meter. Wie tief wären das ungefähr? Scheint gar nicht mal so tief zu sein. Oder muss ich da einfach hinschwimmen? So. Hier haben wir nochmal zwei Wachen. Oh, eine Truhe. Sehr schön. Drei Leute. Ist aber nicht sehr viel. Ah. Hier sind Nummer zwei. Das ist ein Baum. Ein Reh. Okay. Also, wir müssen in die Mitte des Sees. Relativ mittig. Wir müssen ins Wasser. So. Nehmen wir hier einmal noch die ganzen Sachen mit. Oh. Ha, fast vergessen. So. Okay, hier haben wir noch was. Und hier ist halt wirklich, hier ist kein Eingang, ne?
Das ist eine unterirdische das Höhle. Das muss die Oase sein, die Nihal im Sinn hatte. Ich habe ich ja gar nicht wahrgenommen. Oh, lesen. Al-Ruls Brief. Wir brauchen mehr Arbeiter bei der südlichen Stätte. Unterbrecht die Grabung und bringt sie so schnell wie möglich zu mir. Bis wir eine Möglichkeit finden. Das haben wir doch schon gelesen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter, ne? So. Wir gehen bis über den Punkt. Ich denke nicht, dass wir hier gesehen werden. Okay. Und was ist das? Gott, die Luft müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Wir sammeln mal jetzt nicht alles ein hier. Ah, reicht locker. So, ich hoffe, das war nicht wichtig, was wir da nicht eingesammelt haben. Machen wir uns doch mal Licht. Ja, gut. Wäre nur fürs Feeling. Obwohl. Warte mal, hier kann man hoch, ne? Oder nicht? Nee. Gut. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht alles abtauchen. Okay, vielleicht müssen wir das, was wir da gesehen haben, am Meeresboden doch mitnehmen. Auch nicht. Ungeahnte Möglichkeiten tun sich auf. So, wir dürften hier zumindest keine Gegner haben. Ich hoffe auch keine Fallen. Sind ja nicht Lara Croft hier, ne? So. Was für ein Zauber ist das? Es muss doch eine Möglichkeit geben, ihn aufzulösen. Okay. Gut, also wir haben 2, 5, 3. Die beiden ergeben zusammen 5. Jetzt kann ich hier in dieser Kammer nichts machen, weil ich nur eine habe. Und ich kann auch nicht eine schon reinlegen, ne? Ah, okay. Oh, geil. Oh, das sind bestimmt mega die geilen Waffen. Wir haben hier ein Schwert. Rüstung, wenn ich das richtig sehe. Und ein Dolch. Oh, ich will haben. Jetzt habe ich aber nur eine Scherbe.
Okay, und die haben wir auch noch zufällig gefunden. Bin ich jetzt nicht so optimistisch, dass das allzu schnell gehen wird. Aber na gut, wir wissen jetzt, wo es ist. Und wir wissen, dass wir hier was richtig Geiles holen können, wenn wir die Scherben alle haben. So. Jetzt können wir hier auf dem Rückweg einmal das einsammeln, was da lag. Ah, schade. Dir haben. Ich habe jetzt gedacht, hier liegt eine Scherbe. Das wäre natürlich der Shit. Dann hätten wir schon mal den Dolch. Ja, der Dolch hatte, glaube ich, zwei Scherben, ne? Dann hätten wir den schon mal holen können. Oh, jetzt bin ich ja ein bisschen getriggert, ne? Hole ich mir die Scherben oder machen wir die Main Mission weiter? Ja, wir machen die Main Mission weiter und dann durch Zufall werden wir schon Scherben finden. So, dann geht's morgen wieder weiter. Morgen suchen wir mal Fulat auf und schauen mal, was wir da alles machen können. Ja, was wir da an Aufträge kriegen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Schaltet gerne wieder ein. Bis dahin, mach's gut. Ciao.